Herzlich willkommen in der Waldwerkstatt von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Der Körper für den Osterhasen ist fertig. Nun malt ihr zwei Ohren auf Papier, schneidet sie aus und befestigt sie an eurem Holzklotz. Gebt eurem Hasen ein Gesicht. Ihr könnt es malen oder auch aus Naturmaterialien gestalten. Sicher findet ihr kleine Äste, die als Schnurrhaare dienen können. Viel Spaß und bis bald im Wald!